Also herzlich willkommen nach dem heutigen Punktspiel zwischen dem BFV und 8 und unseren Gästen aus Grischow. Endstand 1:0 nach einer torlosen ersten Halbzeit, nach 54. Minute das Tor durch Freund Meinl. Ich begrüße ganz herzlich unseren Gasttrainer, Herrn Toni Lemke, und würde ihm auch zuerst das Wort zu einem kurzen Resümee übergeben. Bitte schön. Ja, erstmal Glückwunsch an meinen Trainerkollegen für die 3 Punkte. Ja, was soll ich sagen zu so einem Spiel? Also wir haben, der Platz ist recht klein, das wussten wir, oder haben wir dann gesehen, wo wir ankamen und wussten, okay, das Spiel wird sehr intensiv und vor allen Dingen wird es wahrscheinlich in der Luft entschieden. Ja, und genauso war es dann halt in der zweiten Halbzeit. Aber fangen wir mit der ersten Halbzeit an, da waren wir richtig gut im Spiel, haben noch eine richtig große Chance durch Sven, wenn er da ein bisschen ruhiger am Ball ist, macht er wahrscheinlich das Tor, da waren wir richtig gut, dann noch durch Andy Hebler, diese, wo er sich mit dem Rücken zum Tor, wo er sich dreht und mit links schießt, was an die Latte geht, das ist, sind wir auf jeden Fall auf Augenhöhe oder sogar noch ein Tick besser als Bischofswerder. Dann ist es so, dass wir in der zweiten Halbzeit, die ersten 10 Minuten, kam Bischofswerder richtig stark aus der Kabine und da hat uns ein bisschen die Ruhe gefehlt, dass wir auch mal eine Entlastung reinkriegen und da war permanent Ecke, Einwurf, Freischuss gegen uns und dadurch war durch diesen Druck, durch dieses permanente Pressen haben sie dann das Tor, sag ich mal, entzwungen. Danach waren wir nach wie vor bemüht, haben auch gut gespielt, aber hatten nach vorne halt nicht mehr so die Durchschlagskraft. Bischofswerder hatte noch 1-2 Kontergelegenheiten und unterm Strich ja, war es ein sehr, sehr knapper Sieg für Bischofswerder. Mit ein bisschen Glück oder wenn wir in Führung gehen, dann nehmen wir hier auf jeden Fall ein paar Punkte mit. So gehen wir in Rückstand und dann schaffen wir es halt nicht mehr, den Ausgleich zu machen. Trotzdem muss ich sagen, von meiner Mannschaft her, großes Lob, intensiv gekämpft, gut gespielt, alles reingeschmissen und hinten raus leider ein bisschen Pech gehabt, sonst hätten wir hier auf jeden Fall einen Punkt mitgenommen. Wortmann Lemke, herzlichen Dank und das Wort hat unser Trainer Erik Schmidt. Ja, danke. Ja, also erstmal treffend analysiert würde ich sagen, kann ich nicht viel dazu fügen. Wir haben erste Halbzeit haben wir gemerkt, dass wir Angst hatten, Fehler zu machen. Also Vorbereitung gut gemacht haben wir nicht mehr gemacht. Wir haben eigentlich genau das Gegenteil von dem gespielt, was wir machen wollten. Und man hat der Mannschaft gemerkt, dass der Druck, auch gewinnen zu müssen, natürlich hier zu Hause und Tabellenführung zu verteidigen, das hat sich ganz schön gelähmt, was da jetzt. Haben wir Pause gesagt, wir müssen mutiger werden. Und das haben wir in der zweiten Halbzeit gemacht und wir sind vor einem halben Jahr gegen den Grischow gestartet, auch sehr glücklich, denke ich, der Sieg damals 4:2 war, das war auch enges Spiel. Und haben damals aber auch überhaupt den Spiegel von fußballerisch, haben die ganze Hinserie dann gesucht nach fußballerischer Qualität, haben viele Punkte geholt, aber die Qualität fußballerisch nie immer gewonnen. Jetzt wollten wir das anders machen und das Halbzeit war eigentlich so wie letztes Jahr. Und zweite Halbzeit war fußballerisch dann besser und das ist das, was wir auch wollten, dass wir ins Fußballspiel reinkommen, dass wir kombinieren, dass wir ein Testspiel alle gemacht haben, wo es ja ganz gut aussah, dass wir es umsetzen können in den Punktspielen. Da kam natürlich der Druck dazu, zweite Halbzeit bin ich einverstanden. Erste Halbzeit war halt viel Angst dabei und das müssen die Jungs sich halt angewöhnen. Der Druck ist halt da und mit dem ist umgelernt, ja, dass wir das hinbekommen und ja, mutig sind, wenn wir das umsetzen, was wir eigentlich können, dann schaffen wir auch diese Überlegenheit bzw. auch die Chancen, die wir uns dann herausspielen. Ich denke, so hat es immer noch Möglichkeiten, das Tor zu machen, was das Spiel entscheidet, sowas bis zum Ende eng. Und wir freuen uns jetzt und pusten tief durch, dass wir das Spiel gewonnen haben. Es war aber schwer, ganz klar. Und das wird jede Woche jetzt genauso schwer weitergehen. Dankeschön. Herzlichen Dank für die Einschätzung, die beiden Trainer. Gibt es Fragen aus den Reihen der Gäste, Journalisten? Das ist nicht der Fall. Dann wünschen wir unseren Gästen eine gute Heimfahrt. Alles Gute weiterhin für die Saison. Und Dankeschön. Ja.